Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Hier wird gerade internes Kabarett aufgeführt und sich fertig gemacht für die Tour. Ich habe halt festgehalten, dass es halt wichtig ist, wenn man jung ist, dass man sich bewegt. Gell, Schatzl? Ja. Ah, gerade die Jugend, die muss sich bewegen immer, oder? Ich bin keine Jugend mehr. Sie ist keine Jugend. Na, auf jeden Fall. Wer alt checkt, schätzt sie wirklich? Schreibt es in die Kommentare. Ja, das haben wir echt schon ein paar Mal. Haben wir schon gehabt, okay. Überhaupt, ich bin nicht einer Krieger, kurz irgendwo. Das schreibt man einfach auch immer voller Füll. Also, falls es nirgendwo keinen vernommen hat. Arbeiten, Ethik schon an dem. Ja. Ja, wir fahren heute das Geschützteil, haben wir gesagt. Und nutzen das ein bisschen aus, dass noch relativ wenig los ist. Jetzt sind wir da mit der Autobahn hergefahren. Es war echt wie, keine Ahnung, mitten in der Nacht, das ist Pfingsten, ein Wahnsinn. Wetter ist auch gut und werden wir super packen. Jede Kurve wird die Aussicht irgendwie noch besser. Wahnsinn, ja. Echt geil. Heute ist mal wieder richtig warm. Sieht man auch an der Bekleidung. Sieht man gar nicht mehr. Jetzt war es lang. Ungemütlich immer. Vor allem am Berg oben auch ziemlich windig. Und heute ist bis jetzt echt einfach fein. Hier geht es jetzt schon wieder echt anständig steil drauf. Aber sie in einer anderen Welt so ein bisschen. Also wirklich ganz anders wie bei uns im Unterland halt auf jeden Fall. Und dementsprechend ist es für uns immer absolut besonders. Bahn 3. Ja, jetzt ist echt wieder schön trocken. Die letzten Meter zum Gipfel und der hat sich auf jeden Fall noch gelohnt. Ich habe überlegt, ob wir überhaupt rüber sollen, aber ja, gut, dass wir es gemacht haben. So, Zeit für den Panoramaschwenk. Jetzt ist nämlich gerade nichts los. Hier sehen wir wieder Richtung Brenner Grenzkamm. Den Wolfendorn kann man auch gerade sehen. Dann hier in Richtung Tribulaun. Da haben wir gehört Kirchdachl. Ja. Hinten die Kesselspitze, Keilspitze und Blase. Martin, mein Souffleur. Jetzt ist wieder Jausenzeit bei uns. Übrigens ist es doch fein, weil wir hatten schon kurz wieder kalten Wind, haben schon gedacht so, nein, aber jetzt ist es doch richtig angenehm. Und hier gibt es Semmelchen. Schaf und Käsewurst, okay, 2 Wochen ungefähr, gell? Genau richtig. Ich muss selber rühren. Hängt sich die Käsewurst durch, schmeckt echt gut. Angurden. Angurden, den Damen und den Herren. Thank you.
Hallo mal. Don't let it go. I feel
talking, talking. Going round and around, back around. I will fight like no other. Somehow it would prove to my
Genau, bei uns gibt es jetzt wieder einen Kuchen nach gemachter Tour. Martin hat sich verratscht. Aber schmeckt sau gut. Kurz einmal ausziehen, das Seil drin tut aber vorne. Geht, schaut prima aus. Es schaut echt, also es schaut gut aus. So, zweiter Gang ist auch schon da. Da vorne. Tadellos, oder? Absolut. Auf dem Rückweg zum Auto hatte die Vicky dann noch ein bisschen Pech und hat sich einige Schürfwunden und Prellungen zugezogen, weshalb es diesmal kein Verabschiedungstape gibt. Aber es hieß schon wieder auf dem Weg der Besserung.